Hallihallo, willkommen auf Ark Crystal Islands. Wir wollen heute ein Wyvern-Ei stehlen und dann ausbrüten. Da bin ich mit dem Greif hingeflogen. Ah, da fliegt schon wieder ein Wyvern. Oh, der hat mich gesehen. Ah. Naja, da werde ich versuchen, den wieder einzusperren in der Falle und dann gleich mal Primal Crystal stehlen. Bei dem. Jups, hat da wunderbar funktioniert. Hatte mein Greif da ein bisschen verletzt. Naja. So, da wollen wir den Burschen mal betäuben. So, da habe ich jetzt schon auch eine Leiter angebracht. Gucken wir mal, dass wir uns da wieder, ja, runtergefallen. Mist. So, Take Crystal. Her damit. Viermal. Naja, na gut, der hat nur Level 19. Die Niedrigleveligen, die haben nicht so viel an Primal Crystal. Aber naja, und da wird er wieder wach. So, jetzt schauen wir mal nach dem Ei. Das hat ja die ganze Zeit hier schon gewartet. Liegt da schon ewig rum. Level 92. Ein Ember. Ember spucken Feuer. Na schön. Ich habe ja da zu Hause jetzt schon meinen Blatt. Crystal Wyvern, dann klauen wir uns jetzt mal das Ember-Ei. Ja, und er klemmt da schön fest. Soll er mal schön da bleiben. Ich fliege mal hoch, damit er sich, wenn er sich befreit, mich nicht mehr registrieren kann. Fliege ich erstmal nach oben. Ein anderer ist da auch nicht in der Nähe. So, jetzt hat er sich da unten befreien können. Nachdem ich weit genug weg war, hat er sich aus der Falle wieder befreit. Das klappt dann immer, wenn man weiter weg ist. Ja, und dann fliegen wir gleich mal heim. So, wieder zu Hause. Jetzt wollen wir mal schauen, diese Wyvern-Eier, die brauchen ziemlich hohe Temperaturen. So irgendwas um die 75 Grad, 80 Grad. Wollen wir mal gucken, ob da Feuer dann reichen dafür. Ich lege es erstmal ab. Im Kühlschrank. Na, hält das richtig lange. Ja, das hält ja ewig lange wieder. So, Primal Crystal haben wir da schon drin. Das legen wir in den Malven da gleich wieder mal rein, dann hält es am längsten. So, jetzt habe ich hier mal vier Feuer gebaut. Und das ist immer noch zu kalt. Jetzt liegt das Ei mitten in vier Feuern. Sagt immer noch zu kalt. Im Moment ist es 29 Grad Celsius, da oben links. Aber die Feuer müssten das ja total aufheizen. Na gut, ich habe es jetzt anders gemacht und das funktioniert. Ich habe jetzt hier 12 Standfackeln auf meinem Dach aufgebaut und habe das da Ei dann dazwischen geworfen und die Standfackeln angezündet und das ist genug Hitze. Ja, das sind so 12 Stück im Viereck angeordnet. Elf würden auch schon reichen.
Und dann ist es heiß genug in der Mitte von diesen Standfackeln. Das reicht zum Ausbrüten. So, dann wollen wir mal schauen. Jo, wir sind kurz davor. Gleich müsst schlüpfen. Da ist es. Jo. Da ist das kleine Weifen. Ja. Kleines Emberweifen. Wir den erstmal schnell. Die Vorprägung. Jetzt klappt es, indem wir ihm einen Namen geben. Das ist der Mr. Ember. So, jetzt haben wir den schon mal geprägt, sodass er mir folgt, und dann geben wir dem mal Primal Crystal zum Essen. Nahrung sieht ziemlich schlecht aus. 936. Und nimmt langsam ab. Also da müssen wir was tun. Er frisst irgendwie nicht von selbst. Level 92. Schön. Mal gucken, wie wir das jetzt gefüttert bekommen, das Büschlein. So, dann machen wir die Feuerchen mal aus. Machen wir die Fackeln mal aus. Sonst verbrenne ich selbst hier noch. Bei der Hitze. Braucht so viel Wasser. Na komm. So, machen wir die Feuer alle aus. So, eingestellt. Jetzt stellen wir mal auf neutral. Der muss jetzt niemand angreifen, der Kleine. So, machen wir mal niedrigen Folgeabstand. Folgt er mir? Bisher nicht. Da bewegt sich noch nichts. Na komm, komm, Kleine, folg mir. Vielleicht muss ich ihn da freilassen. Na komm. Komm, Kleine. Er will nicht. Eine Stunde und 18 Minuten braucht er dann irgendeine Zuwendung. Wir müssen dann wahrscheinlich streicheln oder spazieren gehen. Gefressen hat er immer noch nicht.
frisst nicht selbstständig. Da passen im Moment auch nur zwei Primal Crystal rein in sein Inventar. Vielleicht will er ja geräuchertes Fleisch. Mal gucken. Da passt noch eins rein. Meine Zwangsfütterung. Ah, da springt die Nahrung sofort hoch. Aha. Aber dann, direkt dahinter geht nicht. Und das da, das Fleisch, hat überhaupt keine Wirkung. Also mit Primal Crystal für Zwangsfüttern. Aber auch nicht alles auf einmal anscheinend. Nehmen wir noch normales Kristall mit. Wollen wir das mal testen. Da hat es geklopft, der ist marschiert. Ah, genau. Ah, jetzt ist er mir gefolgt. Tja, mal gucken. Ist nicht selbstständig. Gut, ich habe ihn schon mal über 1000 gekriegt bei der Nahrung jetzt mit einem Primal Crystal. Ja, und dann muss man vielleicht so alle paar Minuten mal wieder nachfüttern. Könnte. Jo. So, jetzt haben wir ihn erstmal vom Dach geholt. Mal gucken, ob er vielleicht auch Fleisch frisst. Kommt er hinterher? So klein und macht so einen Lärm beim Laufen. So, was haben wir denn noch zum Anbieten? Können wir mal verschiedene Sachen ausprobieren, was er vielleicht auffrisst? Kann man ja mal testen. Also, keine Wirkung. Also nichts. Weder Fleisch noch gegrilltes Filet noch Kristall hat irgendeine Wirkung. Allerdings Primal Crystal. Ja, da springt die Nahrung hoch, flutscht aber auch wieder zurück. Gut, die Nahrung geht so langsam runter,
Währenddessen der Reifeprozess deutlich schneller hochgeht, die Gesundheit, ja, geht viel schneller hoch. Also das wird schon hinhauen, den durchzubringen. Ja, muss ich dann gucken. Immer mal wieder Primal Crystal füttern. Auch nicht so schnell hintereinander wahrscheinlich. Ich nehme es jetzt mal an. Vielleicht muss man das einfach länger abwarten, da was nachzufüttern. So, mal den Folgeabstand auf niedrigste stellen. Ja, da bewegt er sich. So, du bleibst da stehen. Ja, Kleine, wachs mal. Wachse. Wachse mal. So, da mache ich mal meinen selbst gebastelten Brutkäfig wieder zu. Ja, da kann man hochhüpfen, da kann man dann schön plopp das Ei droppen lassen. Da, der muss noch ganz schön wachsen, der Kleine. Tja, immer mal wieder die Sachen sortieren, die man so erwischt in den Drops. So, 1082 hat er immer noch Nahrung. Das hilft nichts, nee. Frisst zwar, aber die Nahrung geht nicht hoch. Das bringt also nichts mit normalem Kristall. Primal Crystal, zack, ja, da geht's hoch. Und jetzt ist es auch oben geblieben, jetzt ist nicht mehr zurückgesprungen. Mit Fleisch und Filet, das hilft nichts. Jetzt ist es noch ein Stückchen höher gegangen, aber nicht viel mit dem Primal Crystal. Nur ein bisschen. Naja, er hat ja noch Futter.
Das sollte schon gehen. Er hat sogar Kristalle auf dem Kopf. Sieht aus wie die Kristalle, was er da auf dem Kopf hat. Deswegen ist das ein Crystal Wyvern. Er hat rote Kristalle auf dem Kopf. So, tja, so sieht das aus. Also wir wissen jetzt, wir können mit den Standfackeln genug Hitze erzeugen, um so ein Ei bei 80 Grad auszubrüten. Mit Feuer hat es nicht funktioniert. Und wir wissen, mit Primal Crystal kriegen wir den gefüttert. Müssen wir nur noch abpassen, dass wir auch in der Nähe sind, wenn dann eine Stunde vorbei ist und er dann die Zuwendung braucht. Ja, dann will er vielleicht auch wieder Primal Crystal haben. Oder er will gestreichelt werden. Oder vielleicht spazieren gehen. Ja, jedenfalls schon mal kein Baby mehr. Jetzt ist er schon Jugendlicher. Er frisst immer noch nicht selbstständig. Wir heben mal noch ein bisschen Primal Crystal auf. Und damit sind ja die anderen auch schneller gezähmt. Die lieben Wölfen. Kann man dann auch vielleicht noch was zähmen. Das ist ja, ich könnte ja mal gucken, dass ich ein Weibchen bekomme. Vielleicht könnte ich ja dann selber Eier, Wölfeneier kriegen, ohne die klauen zu müssen. Müsste ich mal gucken, dass ich dann später noch mal irgendwie mir ein Weibchen besorge.
So, parken wir mal um. Tja, auch als Jugendlicher, der hängt auch am Futterdruck, also da frisst er auch nichts raus. Und auch als Jugendlicher reicht ihm das Kristall auch noch nicht. Die Erwachsenen, die futtern ja dann auch Kristall. Und Fleisch. Rohes Fleisch. Ja, na dann warten wir. So, jetzt habe ich schon länger gewartet. Jetzt der Reifeprozess, der ist erst zur Hälfte abgeschlossen, aber jetzt will der auch gleich Zuwendung als Heranwachsender, während er noch im Reifeprozess ist. Ja, da kann ich ihn dann jetzt gleich prägen und bekomme dann auch noch einen Prägebonus. Gucken, was er jetzt will. Hängt auch am Futterdruck, wie man sieht. So, er möchte spazieren gehen. Will mit mir spazieren gehen. Na komm, dann gehen wir mal spazieren. Soll er da ein Schnuller über sein Kopf da? Na komm. Ja, da reicht's, wenn er auf Folgen steht und dann einfach ein bisschen laufen. Ja. Einfach ein bisschen gehen. Mit seinem Schnuller in seinem Kopf. Prägung ist da unten auf 100%. Ah ja. Aber mit Kristallessen sieht es immer noch nicht schlecht aus. Das hat er gefressen. Das hat er jetzt selbstständig gefressen. Das Primal Crystal. Ah ja, da ist die Nahrung gleich wieder auf 1400 hoch. Gut. So als Heranwachsender scheint er dann selbst fressen zu können. Jetzt ist er gleich durch. Jo, das war's. Reifeprozess beendet. Jetzt kann man noch fliegen. Jetzt kann man ihn fliegen. Und geprägt ist er auch. Das sieht man dann ganz oben rechts. Ja, die zwei Fäuste da in grünen, das Symbol. Ja, das ist der Prägebonus. Und Kristall hat er gefressen. Da futtert er jetzt. Jawohl. Jetzt ist er am Futtern und füllt seinen Nahrungsvorrat auf. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.